Also wie gesagt, ich bin bis jetzt sehr, sehr zufrieden, irgendwie jetzt nicht wieder ständig den Alien jetzt in die Arme zu stolpern. Und ist natürlich cool, wenn es auch mal so eine ruhige Passage gibt, irgendwie, wo man jetzt halt nicht irgendwie die ganze Zeit nur tiefste Gangart hat. Noch, ja, richtig, Jojo. Das wird nicht lange bleiben, ja. Das steht mal so fest wie das Amen in der Kirche. Beknackte Floskel. So, okay. Oh, was haben wir hier? Bauplan. Brenngranate, yes. Version 2. Alter. Ich versuche da hinzukommen. Ist das eh? Schön. Schön, dass man da durchschauen kann. Die Zeit zum Schwitzen kommt bestimmt. Ja, definitiv. So, warte, ganz kurz mal die Blendgranate mir mal anschauen. Kann ja keine bauen. Wird ja, geht nicht. Okay, also wir finden also noch geupdatete Varianten von den Sachen, die wir schon gefunden haben. Das ist natürlich auch cool. So, hier vorne sieht so aus, als könnte ich das mitnehmen. Ich will noch ein bisschen Ethanol mit. So. Take a look. Jemand hat alles ausgeschaltet. Das ist Käse. Ist da vorne? Hallo? Das leuchtet. Ich weiß, dass hier jemand drin ist. Shit. Ist ja toll. Reg dich ab, du Drecksandroid! Okay, ist also ein Android da drin. Ich habe auf jeden Fall was gehört. Eigentlich wollte ich nur um die Ecke schmulen. Das ging ja so semi-gut jetzt gerade. So, da vorne steht er noch. Na komm, sieh doch nach, wo die Bewegung war. Komm. Wo deren bei Far Cry konnte man jetzt so mit Steinchen werfen und die Leute so ablenken, irgendwie, dass sie da hingelaufen sind. Das ist ein gutes, gutes Skill war das. So, na und, bewegst du dich auch mal? Scheinbar ein Fehlalarm. Bleib so, bleib so, bleib so. Nein. Oh. Oh. So. Die Rückkehr des Schnitzelklopfers. Oh nein, ich kann keinen Sensor mehr nehmen. Das ist ja blöd. Schnell basteln. Martin, redet mit 33 Leuten. Grüßt euch. Hallo, willkommen bei Benny und Steve. Wir spielen hier heute in Isolation. Es ist schrecklich. Es ist schlimm. Na? Grüß dich, Varonia. Variona. Entschuldige bitte. So, Martin vorher erstmal einen sehr, sehr geilen Stream gehabt mit Death Stranding. Irgendwie hat mich sehr gut unterhalten. Irgendwann muss ich jetzt natürlich das eigene Ding hier starten irgendwie. Vielen Dank nochmal erstmal, Martin, für die großartige Unterhaltung. Und natürlich für den Raid irgendwie. So, ihr Fiesermicht, grüß dich! Hi! Seid willkommen! Wir spielen Alien Isolation. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Das ist so ein bisschen dem ersten Alien-Film nachempfunden. Und es ist fucking schwer und es ist fucking unheimlich irgendwie. Also, was ich hier rumkrieche irgendwie und ständig Schiss vor diesem Alien habe, geht wirklich auf keine Kuhhaut. Alter, das Spiel ist sehr umfangreich. Viel Spaß! Ungefähr wie Death Stranding. Kann man sagen, irgendwie. So möchte man meinen, irgendwie. Ich habe hier eben bei mir in der Gruppe drin, irgendwie, der hat schon geschmunzelt, als ich dachte, ich bin doch jetzt bald fertig, oder? Dann hat er bloß gelacht. Dann hat er bloß gelacht. So, okay, alle klar. Wir müssen jetzt hier erstmal irgendwie wieder für Strom sorgen, nachdem wir jetzt hier gerade ihn umgeknüppelt haben. Achso, hier hinten war noch so ein Schalter, den werden wir jetzt mal kurz erstmal betätigen. So, alles klar. Für diejenigen, die uns nicht kennen, unser Kanal, wir haben so ein bisschen als Fokus so, wir spielen gerne Horror-Games. Ja, eigentlich zu zweit. Und heute bin ich alleine. Sonst ist der nette und sympathische Benny noch bei mir. Vielen Dank, wer hat denn jetzt hier gerade Mammut eingelassen? Ich seh's nicht, ich seh's noch nicht. Doch, Variona, vielen Dank. Vielen Dank für den Abo. Also für den Follow, Entschuldigung, ich komme immer manchmal so ein bisschen durcheinander. Eigentlich komme ich eher von YouTube. So, okay, warte mal, jetzt leuchtet hier vorne etwas.
Schauen wir mal, ob wir jetzt hier reinkommen. Sieht auch so alles so schön. End sieht ja aus, irgendwie so die Rechner mega geil. Irgendwie ist wirklich der Hammer. So, reaktivieren Sie den Transit am Hauptschaltpult. Alles klar, haben wir gemacht. Sie sollten nicht hier sein. Nein, ist er jetzt draußen? Der ist jetzt draußen, nein. Hier laufen noch Androiden rum. Und die sind richtig krass. Ah, das Alien kann man nicht töten, wa? Nope. Also das wäre natürlich cool, ne? Schon mal am Anfang der umgehauen den Knie irgendwie und dann ja, kannst du bloß noch durchlaufen. Leider nicht. So, okay, ich habe... Warte mal, Moment. Jetzt kommt der große Moment. EMP-Mine. Wenn ich sie finde, könnt ihr alles weiter besprechen. Ich werde von Apollo benötigt. Warum macht er das nicht? Gib ihm! Yes! Meine Güte! Ho. Schwein gehabt! So, aber ich bin gerannt und ich habe Lärm gemacht. Heißt also, Alien kann kommen. Nicht gut. Schnell weg. Nee, warte mal, ich muss erstmal noch an den Pult. Nein! Ist er der einzige Alien oder schlüpft noch? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, dass das einzige Alien ist. Ich weiß nicht. Also, wenn Eier mit bei waren, irgendwie, also, für die Leute, die, ihr kennt bestimmt die Alien-Filme, ne? Ihr wisst, die Alien kommen aus Eiern, Facehugger, ihr seht, pipapo, recht durch die Brust. Eine ekelhafte Scheiße. Würde also heißen, dass die entweder eine Queen an Bord haben, oder Eier, irgendwie. Und das wäre scheiße, das wäre richtig kacke. Taylor nicht. Ich nehme die nächste Gondel. Ihre Entscheidung. Okay, also der Marshall ist jetzt verkrümelt, hat sich jetzt verpisst. So, kann ich den jetzt nehmen? Ja, schön, konnte den Sensor wieder nehmen. Lötlampe? Haben wir ja keine Lötlampe, wa? Nee. Nicht mit konventionellen Mitteln. Ja, mit welchen denn dann? Vater. Gibt's ja noch irgendeine. Was Geiles, was wir finden? Noch ein Sensor? Oh, ja. Nicht gut. Leuchtfackel können wir auch nicht nehmen. Alter, ist ja der Android, der ist hier richtig freigedreht, ne? So, schnappen wir uns alles. Was haben wir hier? Wir haben die Lötlampe. Geil. Schön. Die hält wahrscheinlich exakt für eine Tür oder was mit dem Behälter da unten dran, ne? Wollen wir Taschenrechner mitnehmen? Yes. So, einmal nochmal schnell speichern für den Weltfrieden. Martin, dieser Speichervorgang ist nur für dich. Herzen gehen raus an dich. Ja, ich schmunze ein bisschen, das kann Martin ganz besonders gut leiden irgendwie. Übrigens, sehr geilen, sehr unterhaltsamen Stream. Jeden Vormittag mit seiner Frau, Miss Garrett, irgendwie. Die Morgenlatte, sehr zu empfehlen, sehr unterhaltsam, sehr witzig, die beiden. So. Schauen wir mal kurz. Transitneustart. Hören Sie mal, Sie Spinner. Glauben Sie, das Ding fährt in einer Transitgondel durch die Gegend? Sie haben die Möglichkeit, den gesamten Transitverkehr von Apollo zu trennen. Also machen Sie das auch. Sie können den Wahnsinn mit einem Knopfdruck beenden. Sie fühlen sich bei den deaktivierten Transit vielleicht sicher, aber wir hocken in der Falle. Helfen Sie uns, verdammt. Ja. Hintergangen. Eine Warnung für dich, du Penner. Denk nicht mal dran, dich Sinclair und den sexen Leuten anzuschließen. Ich habe denen gesagt, dass du Morrison umgebracht hast. Die erschießen dich, wenn sie dich sehen. Hättest mich in dein Versteck lassen sollen. Hältst erst keine Woche aus. Wunderbar. Ja, also die ganzen Leute hier auf dieser Raumstation, wir sind auf einer großen Raumstation, der Sevastopol, und die drehen alle ab. Na, die sind natürlich alle, die merken, okay, hier ist irgendwas an Bord, was hier die Leute tötet, und hier ist sich wirklich jeder selbst der Nächste jetzt. Na, also alle, jeder gegen jeden hier. Survival of the fittest. Und ich bin auf jeden Fall die ganz flacheste Gurke hier irgendwie. Wir spielen übrigens die Tochter von Alan Ripley, gespielt von Sigourney Weaver im ersten Teil. Tastenbedienung. Oha, okay, also das geht auf jeden Fall nicht so schnell. Und wir sind auf der Suche nach unserer Mutter, Sigourney Weaver. Alter, so eine Lötlampe, die würde noch nie lange halten, ey. Muss ein so eine Tür, dann wird das Ding noch durch. Aber cool sieht schon aus. Kann man nicht anders sagen. So, fieser Wicht, ja. Genau. Herzen gehen raus. Ach komm, ey. Alter, wie viel würde das Ding jetzt wiegen?
So, okay. Taschenlampe an. Und los, sie krauchen. Bitte? Ach, hier, jetzt lang. So, das Schlimme ist irgendwie, während wir jetzt hier so durch Lüftungsschächte krauchen und so, also das Ehen bewegt sich natürlich durch die Lüftungsschächte und wir sind auch in der letzten Folge im Lüftungsschacht getötet worden. Also, am Anfang dachte ich noch so, okay, du bist hier safe, du kannst dich hier verstecken, hier passiert dir nichts. Ich lag so falsch. Ich lag so falsch. So, das Spiel ist auch dafür bekannt. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht irgendwie, ob ihr jetzt so euch ein bisschen mit Games auskennt irgendwie. Aber die KI von diesem Spiel ist tatsächlich nicht ohne. Ja, das heißt, das Ehen passt sich dynamisch deinem Verhalten an. Und es kriegt dich. Es kriegt dich einfach. Wir brauchen Vorräte. Nehmt, was ihr kriegen könnt von allen, die euch in die Quere kommen. Muss man das Karte noch mitnehmen? Ich habe im Wohnbereich eine Ecke gefunden, in Geil. Der wir uns verschanzen und auf Hilfe warten können. Ich habe Leute beordert, die Lüftungsschächte zuzulöten und die Fahrspiele auszuschalten. Der Plan ist es, hier alles wasserdicht zu machen. Wir haben keinen Platz für mehr Leute im Zufluchtsort, aber wir können Raum für Nahrung, Medikamente, Wasser und Waffen schaffen. Ja, wenn wir alle hier lebend durchbringen wollen, können wir uns kein Mitleid erlauben. Ja, lass mal schön die armen Schweine draußen verrecken, weißt du, während ihr schön auf den Vorräten sitzt. Toll. So, okay. Ripley, wir haben vor dem Aufbruch Stimmen gehört. Passen Sie auf sich auf. Stimmen? Stimmen? Was heißt denn jetzt Stimmen? Speichern. Gleich erstmal speichern. Safety first. So. Stimmen. Also Menschen, ne? Ist klar. Dann würde ich mal sagen, Rauchgranate könnte doch ein guter Freund sein. Oder was sagt ihr? Können wir uns wenigstens irgendwie so ein bisschen ransneaken irgendwie und dann kümmern wir uns um die Knieche. So, lass mich raten. Hier müssen wir hin. Ja, hier müssen wir hin. Alles klar. Hör ich jetzt auch Stimmen oder spinnig? Ich glaube noch immer, dass wir mehr Vorräte brauchen. Waffen, Nahrung, Scheiße, wir das finden können. Vielleicht hat er eine bessere Gegend für Plünderungen gefunden. Oder einen Weg runter von diesem Schrotthaufen. Entweder das oder wir schließen uns endlich auf den Tartdeck ein. Scheiße. Drei Leute auszuschalten ist natürlich schwierig, wenn die hier so zusammen gammeln. Da steht jetzt direkt hier vorne. Hol ich mir. Oh nein. Ach, das ist blöd. Ho, Stealthy Motherfucker! Aber. Oh, Freunde. Als hätte ich mir mal ein YouTube-Video dazu angeguckt. das hätte jetzt auch ganz anders aussehen können. So, Rauchgranate weg. Na toll. Ich glaub's ja nicht. Als ob das geklappt hat. Wieso denn? Also, komm, Herr Moderator, da. Also, ich hoffe, da ein bisschen mehr Motivation bitte hier, ja? In meine Richtung bitte schieben. Du bist doch der, der mir jetzt hier gut zureden soll. Was? Achso, an. Halte Stelle für Solomons Galerie, Kanonen Marschallbüro und Sixen Wohnbereiche. Ja, die kommt noch, alles klar. Alles klar. So. Später. Gut. Also nach dem Move muss ich speichern. Speicherspiel, speicher oft und der musste nicht so viel wiederholen, wie wir in der letzten Folge schmerzhaft mitbekommen haben. So, was ist die Mission? Kehren Sie zu Samuels, Taylor und den Marshalls zurück. Na dann, schauen wir uns mal um hier, ne? Ripley, so. Wir sind im Marshall-Büro. Gehen Sie einfach oben auf der Treppe rechts. Es ist nicht zu verfehlen. Kein Empfangskomitee? Kommen Sie einfach hoch. Waits, Ende. Okay. Cool. Gerne. So, naja, ihr seht schon hier, wie die alle abgedreht sind hier. Also, das ist natürlich klar, ne? Angst
um das eigene Leben und schon... Ja. Oh, eine Karte. Fuck the Marshals. Okay. Beruhig dich. Beruhig dich. Wir sind jetzt sicher. Waits hat einen Plan. Einen Plan? Wirklich? Seine verdammten Pläne haben uns bisher nicht besonders geholfen. Moment. Okay, da sollen wir hin. Ich dachte schon, sie sind Feinde. Ich wollte schon Feuer eröffnen. Zumindest vorübergehend. Waren Sie das? Hallo? Haben Sie den Transit zum Laufen gebracht? Ja, gute war Arbeit. Ich. Ja, danke. Willst du mich auch loben? Nee? Schade. Okay. Boyz, was ist los? Wie geht's Taylor? In stabilem Zustand. Sie ist bald wieder auf den Beinen. Samuel ist gerade bei ihr. Für die Krake? Okay. Sie haben den Transit in Gang gebracht. Schätze, wir sind quitt. Wo steckt Ricardo? Ich überlege die ganze Zeit, woher ich den Typen kenne. Kommt ihr euch irgendwie bekannt vor? Marlo sitzt hinter Gittern. Der Abschaum, der mit ihrem Flugschreiber rumgelaufen ist. Wo ist Marlos Schiff? Die Anisidora? Die hat er in Parkbahn um den Gasriesen gebracht. Der Scheißkerl will uns nicht die Betriebscodes geben, um sie per Autopilot hierher zu bringen. Vielleicht können Sie mehr aus diesem Idioten rauskriegen. Sprechen Sie mit ihm. Klar. Ja, ist jetzt natürlich ein bisschen blöd zu sehen, aber kommt euch irgendwie bekannt vor? Mir ist das gerade wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja, ein Schauspieler irgendwie. Also, ich gehe mal davon aus, dass alle Leute, die jetzt hier irgendwie Modell standen, irgendwie für die Gesichtsmappings irgendwie Schauspieler wahrscheinlich sind. Ja? Home Fire Burning. Schön, Alter. Du und dein Lagerfeuer zu Hause. Großartig. Und über mir... naja, 600 Seiten, würde ich sagen. Kann man machen. So, okay. Du bist es? Mit dir muss ich jetzt reden, oder was? Will you? Marlo? Wer fragt? Marlo. Ich bin Ripley. Die Firma hat mich geschickt. Schon für den Flugschreiber hier? Ihr seid ganz schön eifrig, das kann ich nicht abstreiten. Ich bin aus privaten Gründen hier. Meine Mutter war auf der Nostromo, als sie vor 15 Jahren verschwand. Tatsächlich? Verdammt. Also, scheiße. Wir haben ihr Schiff nie gefunden, Ripley. Nur den Flugschreiber. Aber sie haben ganz klar was anderes gefunden. Was ist da draußen passiert? Ich muss hier raus, Ripley. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Legen Sie einfach los. Ich will alles wissen. Wie kann man denn nur den Flugschreiber finden und nicht das Raumschiff? Also wurde der Flugschreiber im Film irgendwie Jack abgeschossen? Können also Sie mich quasi hören, als, ein bisschen, aber wir hören als Rettungskapsel? Oder was? Oh, krass. Ich will das Signal in einem Stück erreichen. Wenn Sie ein Stück wollen, Foster, habe ich hier was für Sie. Ich habe leider keine Lupe dabei, Hayes. Hashtag ab 18, okay, bist du selber, wa? Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Ich will keine Fehler erleben. Großartig. So. Okay, also wir spielen jetzt Marlo, oder wie verstehe ich das jetzt? Keine Karte. So, was haben wir eben? Blaue Hose, rote Hose, gelbe Hose? Scannen Sie mit dem Ortungsgerät nach dem Signal. Ah, also. Forster, Meeks, haltet eure Augen offen. Was ist denn das für alte mega krasse Technik, ey? Oh. Haben wir jetzt hier unten? Da vorne haben wir irgendwas. Was soll ich jetzt hier finden? Was ist denn das überhaupt für ein Planet, Alter? Sind wir jetzt vielleicht so ja auf dem Ehenplaneten? Also auf dem Planeten, wo die Nostromo gelandet ist? Könnte es wie? Vom Wetter her dürfte es ja stimmen. Wie im Film sah es genauso aus. Krass. Louis, konnten Sie das Rufsignal inzwischen entschlüsseln? Negativ, keine Ahnung, was das ist. Gut. Wenn es ein Rätsel ist, ist es unbekannt. Wenn es unbekannt ist, könnte es wertvoll sein. 11 Uhr, 145, genau, richtig. Perfekt. Ey, jetzt mal ohne Scheiß irgendwie. Also die Anzüge sehen jetzt halt nur echt nicht mega safe aus irgendwie. Du bist wirklich damit irgendwie auf so einem Planeten, ey. Kick dir das da mal an, das sieht da aus wie aus einem Stück geprügelt irgendwie.
sieht perfekt aus als Urlaubsziel. Ja, du, Rainbow Tours bietet das jetzt an. Einfach nur 8 Wochen Busfahrt dahin. Und dann ist schön. Aber wenn du da bist, ist schön. Ich werde mich mal nach Schwachpunkten umsehen. Warten Sie hier. Okay. Hey. Rothose? So nicht. Da komme ich nicht hoch. Hey, ist hier drüben. Helfen Sie mir hoch. Ah, okay. Hilft mir klettern. Räuberleiter. So, okay. Dann auf geht's. Ja. Let's do it. Okay. Auch da würde ich mal sagen, irgendwie sind wahrscheinlich die Anzüge nicht unbedingt dafür gemacht. Und wenn die nicht zurückkommen, dann warten sie eben länger. Das ist für eine beknackte Frage. Wenn sie nicht zurückkommen, dann wartest du für immer hier, bis ich wiederkomme. So. Verdammt! Eieiei. Hallo. Hallo, alles in Ordnung? Ja, alles klar. Die Brücke jetzt hier weggebrochen, Alter. Schön. Ich glaube nicht, dass ich den gleichen Weg zurücknehmen kann. Nee, denke nicht. So, man stelle sich mal vor, ihr seid jetzt wirklich auf einem völlig fremden Planeten irgendwie. Ihr kann alles um die Ecke geschissen kommen und du rennst rum und bist damit bewaffnet. Ist doch scheiße. Also wirklich. Muss ich wieder los, Jojo? Ah, mein Mann hat heute Abend Zeit für Film gucken. Guckt euch Aliens an. Ihr Lieben, guckt euch Aliens 1 an. Mach's gut, Jojo. Tschüss. Schön, dass du da warst. So, Benni, jetzt mal eine geile Frage. Ja, du bist auf so einem ollen Planeten. Du hast 3 Sachen, die du mitnehmen kannst. Was würdest du mitnehmen? Bestimmt so 3-mal die gelben Seiten. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich glaube, ich habe was gefunden. Was? Wie? Wo? Wo? Ich habe was gefunden? PC? Ja, ist scheiße. Ohne Strom ist kacke. PC ist Murks. So, hier komme ich jetzt natürlich ohne Hilfe nicht hoch. Generator für Strom. Ich habe einen Riss im Felsen gefunden. Breithalten. Ich jag das Ding in die Luft. Muss man... Chapeau, irgendwie. Alles voller Nebel, irgendwie nur Gestein, aber er hat einen Riss im Gestein gefunden. Also den... Ich hab's jetzt nicht gesehen. Zurücktreten. Na denn, schnell zurück. Und retten. Na schön, schön. Gefällt mir, Benni. Red Bull. Rechte Maustaste. Push the button. So, also, falls es irgendwelche Lebewesen hier gibt, bin am Locken auf dem TV, Martin. Mögen die Essen für dich heiß lodern und du viel Spaß beim Locken jetzt haben. Los, mach's dir fette. Wir. Folgen Sie mir. Wie sag ich? Shootet Auge hat der Typ. Absolut. So, er hilft mir jetzt wahrscheinlich wieder klettern hier, wa? So, ja, ich würde auf jeden Fall mein Nackenhörnchen mitnehmen. Ganz wichtig. Ja, mein Luferschwamm wäre mir auch sehr wichtig hier an der Stelle. Und ja, vielleicht, weiß ich nicht, irgendwie. Keine Ahnung. Noch 2. Luferschwamm. Ja, drück los und hoch. So. Wo klettern wir jetzt hin eigentlich? Wo ist unser Ziel? Was ist unser Ziel? Ja. Danke, Spiel. Ja, alles klar. Es ist auf jeden Fall LV145. Können wir jetzt hier runter? Können wir einfach hier so puddingmäßig runterklatschen? Okay, nee, alles klar. Wir haben eine Cutscene. Gibt's eigentlich von euch jetzt Leute im Chat, die den ersten Alien-Film noch nicht gesehen haben? Also bei N2W6, das hat noch nicht gesehen haben? Aber vielleicht von den neuen Leuten, die heute mit bei sind? Hat jemand den ersten Alien-Film noch nicht gesehen? Also nicht, dass es wirklich wichtig ist irgendwie für das Spiel.
Aber würde mich mal tatsächlich interessieren, weil das ja eigentlich auch irgendwie also Popkultur ist. Ne? Klassiker. Absolut fieser Wicht. Absolut. Ich hatte tatsächlich letzte Mal jemanden getroffen. Und der wusste nicht, was Tetris ist. Und der war jetzt nicht besonders älter als ich. Das fand ich schon irgendwie krass irgendwie, weil für mich, also sorry jetzt für den Querstoß jetzt hier irgendwie, aber Kenny! Du fancy Typ, du bist auch mit dabei, grüß dich! Fand ich schon krass. Also Tetris ist eigentlich tatsächlich wirklich jedem Begriff. Also selbst meiner Oma war Tetris im Begriff. Ja, und der Mann, gebildeter Typ, irgendwie belesen. Tetris, was soll das sein? Ist das ein Film? Ich dachte, der will mich verarschen. So, und tatsächlich ist Alien so ein bisschen so das Gleiche. Also jeder hat ja schon mal von Alien gehört. Ja, wenn er auch selber vielleicht nicht gesehen hat, aber er hat von dem Film auf jeden Fall gehört. Oder kennt das Alien, kennt H.R. Giger vielleicht Design irgendwie. Weil es halt einfach Popkultur ist, ne? Weil man es halt einfach mal auch zu Zeiten vom Internet definitiv auf jeden Fall mal gesehen hat. Ah, cool. Tetris? Kennt jeder? Ja. Tetris, mein Lieblings... Ja! Teil 2 war ganz toll. Bei Teil 3 wurde es magisch. Ah, schön. Und rein ins Raumschiff. Ja, und hier haben wir natürlich das Design von H.R. Giger. Irgendwie so diese Biomechanik, die er so dermaßen als Künstler geprägt hat. Etwas Großes. Schweizer Künstler, ist leider schon verstorben, hat aber in der Schweiz ein Café, eine Art Museum irgendwie, wo alle Sachen so nach seinem Style designt sind, so Stühle, Tische, richtig krass. So, Dave Tetris ist doch der Kerl vor, der hat halt den ganzen Zaun gebrochen. Genau, richtig. Obwohl, Tetris gibt es ja nun auch in Farm und Form. Nicht mehr aktuell. Nee, aber das ist ja genauso. Aber dennoch, man kennt Tetris. Also egal, wie es jetzt aussieht irgendwie und wie es jetzt heißen mag, aber Tetris ist halt einfach ein Begriff, finde ich. Also, klar. Oh mein Gott, verdammte Scheiße. Passen Sie auf, was Sie anfassen. Ach, der Jockey. Wunderbar. Machen Sie ja nichts kaputt. Was meinen Sie, wie alt das ist? Was ist das? Sehr stilistisch. Dann wäre das ein Schiff. Ich glaube, wir haben unsere Bezahlung gefunden. Wurde ja nochmal in den neueren Alien-Filmen nochmal, ich glaube Prometheus war das nochmal irgendwie aufgegriffen. Ja. Wir verschwenden unsere Zeit. Sehen Sie sich um. Ein bisschen entmystifiziert leider, finde ich persönlich. Das war eine Lebensform. Jetzt ist es unser Eigentum. Bergungsrechte. Ja, was meins, oder was? Komm ja auf, Alter. Dann nehmen wir, was wir können und kommen wieder. Sehen Sie nach, was es sonst noch gibt. So, Tetris zum Team Zelda und Link. Spuren? Als hätte jemand etwas über den Boden geschleift. Aber das ist noch nicht alles. Das wird ihm nicht gefallen. Was da? Da saß ja was. Zelda und Link irgendwie. Zelda kennen vielleicht viele von euch ebenfalls, ne? Vielleicht haben sie das Schiff evakuiert und sind hier. Ich halt mal kurz erstmal das sehe ich selbst. Scheiße. Wenn die vor uns hier waren, warum gibt es dann keine Aufzeichnung? Naja, wenn sie noch hier sind, war es das. Was hat denn an? Finden wir es raus. Ich werde das Signal finden und es ausschalten. Nicht, dass noch jemand seinen Weg hierher findet. Forster, Haste, sehen Sie sich die Höhle unten an. Finden Sie das Notsignal? Variona, wo du gerade schreibst, ne? Irgendwie Zelda und Link auseinanderhalten, irgendwie. Ne? Was ist das? Klassiker. So echter Klassiker. Menschlich ist das nicht. Das steht fest. Da oben ist er. Ich weiß nicht, Benny, hast du eigentlich Zelda mal gespielt? Link to the Past oder irgendwas, keine Ahnung, irgendwie Ocarina of Time, Majora's Mask. Gab's ja damals halt auf vielen NES-Systemen tatsächlich irgendwie. Erste, glaube ich, auf dem normalen NES. Klettern mit E. Oh, sieht das geil aus. Twilight Princess, ja. Alter, guckt euch das an. Ja, der Typ ist halt einfach ein gottverdammtes kranke Genie gewesen, ne? Der Hans-Rudi Giger. Ne? Aber auch immer alles ein bisschen sexuell in seinen Bildern. Ne? Irgendwie da hat man öfters mal so ein Loris oder so eine Mumu gesehen, irgendwie, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Aber einfach krass seine Bilder irgendwie. Also auch das Bild Lee mag ich halt sehr von ihm irgendwie. Ich glaube, auch seine Frau darstellt. Sehr, sehr cool. Wirklich sehr, sehr cool. So, hilfst du mir jetzt hier hoch? Ja, los, komm. Lift mich ab.
So,